So, in 6 waren die Duelle immer wunderschön zwischen Maus und Navi. Hoffe, dass sich das in Go weiter fortsetzt. Dürfte die allererste Begegnung sein der beiden Kontrahenten hier. So, schauen wir uns das an. Markloff deckt da lange allein ab. Maus, wie gewohnt, kurz offensiv. Die Pistole kennt man schon. Den Nanoton hier am Plateau. Nix spottet zur Mitte. Boah, jetzt könnte es hier gleich zum Aufeinandertreffen. Kann man lang? Sie schleichen rein. Und Navi kommt er zu dritt. Lass den Schnappus allein. Gut geschossen. Boah, kann den ersten machen. Zweiten leider nicht. Wo ist Truxi? Er ist da. So, sehr schön. Geht gut los für eine arme Maus. Boah, Star Wars mit dem nächsten. Da wurde gut Team. Alter, was Star Wars heute macht. Unglaublich krass, der Typ heute. Die ganzen letzten beiden Spiele hat er auch schon so enorm gut gespielt. So, jetzt vielleicht ein bisschen übermütig, da die Frags bekommen. Hier Frags abgegeben. Lang wird es aber gut abgelenkt da. Boah, nix. Und Struxi ist low. Boah, das wird nochmal unnötig knapp. Aber sehr ähnlicher Spielverlauf. Senja mit 100. Starrix war gerade ebenfalls low mit ganz wenig HP. Die Bombe liegt da direkt vor ihnen. So, Struxi wird gleich ablenken. Ja, da gehen sie beide mit Teamplay drauf. Sehr schöne Pistole. Besonders von Stavros. Krasse Headshots, die er heute macht. So, jetzt bitte aber die Anti-Eco hier besser handeln als vorhin. Denn die wäre beinahe in die Hose gegangen. Navi hat übrigens keinerlei Chance mehr in die Playoffs einzuziehen. Haben da einfach zu viele Spiele schon verloren. So, Bombe ist sogar schon down. Also das ist mal eine gute Ausgangslage jetzt. Ja, wie gesagt, da habe ich schon viele Spiele verloren, aber das dürfte ihnen herzlich egal sein. Es ist die erste Online-Liga, an der man teilnimmt. Und da geht es natürlich primär um die Erfahrung. Wie gesagt, da habe ich schon einer der letzten Teams, so die geswitcht sind mit Fnatic vielleicht. Werden allerdings auch in der ESEA Invite Season vertreten sein. Da gibt es nächste Woche Montag, glaube ich, die ersten Spiele. Die ich höchstwahrscheinlich übertragen werde. Steht alles noch nicht ganz fest, aber es sieht schon mal ganz gut aus, dass ich da Rechte bekomme. Denn Public Health Force sind da irgendwie noch in Planung, scheint es am Anfang noch nicht zu geben. Dementsprechend mal abwarten. So, Navi mit einem B-Split anscheinend. Contagner wird zu viert über Cutters. Machen wir jetzt aufs Tornado. Nex konnte den Mittelspieler machen. Schöne Gegenflashes. Er spielt das wirklich gut. Nex stirbt jetzt leider. Und Tornado Tony macht kein. Doch, jetzt ein Frag gemacht. Trouble schon von hinten. Oh, sehr schön geschoben von Maus. Da schnell über kurz gekommen. Über Cutters. Gute Gegenflashes von Tony. Hat den Go komplett aufgehalten. Struck sie jetzt auch mit Ave. Ach nee. Tony spielt ja die Arme. Also auch wenn Tornado Tony heute in manchen Situationen vielleicht nicht richtig gut aussah, aber eine Schwächung ist es bisher nicht. Hat dann am Ende immerhin doch gereicht noch. So, wird er auch gefallen. So, wir werden tatsächlich noch schon Decoys verwendet. Stark von Trubel. 4-0. Nächster Equip jetzt für Maus. Für Navi natürlich. Und Markloff mit Abe. Das, was wir sehen wollen.
jetzt lese ich gerade, dass der scheiß Sound wieder asynchron ist. Ach, Mann, ey. Warum habe ich das nicht vorher bedacht? Naja. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Müsste ich in der Halbzeit vielleicht kurz neu starten. So, na, wie über kurz. Trubel allein lang. Star Wars und Struxi. Haltender A. So, Trubel wird aber lang schon gut unter Druck gesetzt. Hat er zwei Spieler vor sich. Boah. Struxi hilft. So, und Star Wars steht auch auf dem A. Oh! Krass, wie sie Navi auseinandernehmen. Nur noch Markloff. Kein einziger Frag bekommen. Schön von Markloff. Oh, der CT. Wer war das da? Oh, nix. Gute Posi. Also Markloff schon komplett eingekesselt. Und Schräge müsste Struxi sein. Schönes Timing. Da hat Markloff null Chancen. Krass verteidigt. Hätte ich gern noch gesehen, wie das Star Wars da gehandelt hat. Scheinbar aber viel zu gut. Ja, und dass der Ton async wird, muss an FF-Speed liegen. Verstehe es ehrlich gesagt nicht. Dass immer noch drin sein kann, dieser Bug. Schönes Opening. Navi hat wieder gekauft. Struxi auch mit Support an der Mitte am Tor. Und die aber wirklich nicht überrannt werden kann. Und das ist eine Aufstellung, die man, die als CT einfach wunderbar funktioniert. 2-1-2, sehr, sehr beliebt in Go. Und es ist nicht nur so, dass es ohne Grund beliebt ist. Es ist einfach nicht nötig, mit mehr am A zu stehen, weil man es einfach relativ gut spielen kann, da Headshot-Rampe. Man hat sehr viele Möglichkeiten. Man muss die Fläche jetzt nicht unbedingt krass silent werfen. Von daher geht das alles. So, Struxi bekommt jetzt zu tun, bitte. Macht den ersten. Boah, schade. Ekelhafter Lag. Da war er eigentlich drauf. So, Lex hilft da. Boah. Alter, die Lex nerven aber gerade enorm. Navi schafft sie nicht mal auch nur einen einzigen Frag zu ziehen. Da wird Edward sogar verhöhnt von Star Wars. 6-0. Krass. Wie mit Eco. Gleich 7-0. Maus wirklich on fire heute. Ja, wie es Trouble da vorgeht. Ui. Jetzt daraus das erste Mal heute gefühlt ein Aim-Duell. Aber Struck ist schon perfekt geschoben. Kleiner Gob oder was? Macht schon Mitte oben dicht, somit Navi eingekesselt, keine Chance da irgendwie noch zu machen. Dennoch eine nette, ansehnliche Eco. So, Navi wäre nicht Navi, wenn sie jetzt nicht langsam mal irgendwie ein Mittel gegen Maus finden würden. Mal schauen, ob sie es schon diese Runde 1 haben. Maus baut eigentlich nichts unbedingt um. Weiterhin 2-1-2. Struxi jetzt wieder Base. Navi sehr defensiv. So, wer ist da kurz von? Zeus. Das sieht wieder nach einem A-Split aus. Navi nimmt erstmal kurz ein. Die Bombe ist noch irgendwo gedroppt. Also eine finale Entscheidung ist ja auf jeden Fall noch nicht gefallen. Also man weiß jetzt, dass A außerhalb gedeckt ist, aber das wusste man eigentlich schon fast immer vorher. Oh, Starix vielleicht da gleich. Edward wartet, bis der Kontik da ist. So, anscheinend auch schon ein paar abgesprochene Granaten. Edward checkt auch das Eck. So, wurde der jetzt auch nicht blind von den Retake-Flashes von Maus.
Jetzt allerdings blind. Starix schön durchgemoved. Kann den ersten machen. Oh, er läuft ihm direkt vor die Arme. Oh, wie bitte? Die Smoke's einfach so krass. Navi schafft es wieder nicht wegzuziehen. Oh, ist denn ja dann damit gut gerechnet? Das war nicht der Fall. Schöne Frag für Markloff. 1 gegen 2. Donato, Toni und Struxi. Beide sehr weit weg. Markloff hat die Bombe. 12 Sekunden hat er noch. Er geht auf Frag. So, jetzt der Plant. Struxi hat ihn gesehen. Struxi lenkt gut ab und. Oh, Donato, schön, ich bin extrem gut. Er rechnet dich hinter mir. Oh, wie spät er aber auch vorkommt. Fehler bei. Oh, er wartet echt so lange. Gut, er hatte natürlich Arbe. Aber extrem gut gemacht von Maus. Struxi war es, glaube ich, der da gut ablenkt an der Schräge, so möglichst lange überlebt. Und Toni zieht dann von hier ab, in der Hoffnung, dass dass sich Markloff nochmal irgendwie blöd zeigt. Dann kann er ihn einfach easy machen. Schöne Geduld dann am Ende aber auch noch bewiesen. Somit das beeindruckende 8:0. So, und das gab leider keinen Hit. Okay, Smoke aus der Kube. Oh, krass. Da wird sich Edward ärgern. Lächerlich 19 AP kommt der Trouble weg. Wieder der Airsplit. Star Wars hält er wirklich unglaublich stark zusammen mit Struxi. So, hat noch gut Schaden gemacht an Starix. Also das fällt schon auf bei Maus. Wenn sie lange halten können, halten sie die Schräge einfach extrem gut. Da zieht immer einer links rum, einer Schräge dann. Das machen sie schon gut. Krass, 9-0. Sieht fast so aus, als ob das hier irgendwelche Bobs wären, die Maus gerade überfährt. Aber es ist Navi. Eins der besten, wenn nicht sogar das beste 1-6 aller Zeiten. Und Navi hat selbstverständlich genügend Geld, um jede Runde zu kaufen und das erste Mal, dass sie einen First Stick bekommen. Da musste Markloff wirklich lange für kämpfen. Oh, Travelly auch da lang den Fight eingegangen, ist jetzt auch low. Star Wars Block kurz, wird erstmal geholt für Zeus. Also Maus baut ein bisschen was um. Und das geht gerade überhaupt nicht auf. Wobei, baut um. Ja. Vielleicht bei Star Wars auch die Entscheidung getroffen wurden, nachdem Tornado Toni gefallen war. Aber das sieht immer souverän aus bisher für Navi. Und geht echt nochmal Mitte raus. Boah, da wollte ich gerade sagen, da müssen sie den nochmal töten. So, nur noch Trouble mit 11 AP. T-Base, Bombe wird gelegt. Keine Chance mehr für ihn. So, 9-1. Ich würde gerne Restart machen vom Stream in der Echo, aber wir werden jetzt keine mehr sehen. Höchstwahrscheinlich. Oh, wobei, wer Maus? Krass. Oh, das hasse ich in Go, wenn man wenn Kanaten geblockt werden. So, Donato Toni macht es aber gut. Legt sich da jetzt nicht nochmal unnötig an. Zielt eher um links. Vielleicht die schnelle Flash für Senja oder Edward. Senja, der cut das ab. Also es wird wohl am Ende B gehen mal. Und prinzipiell ist es eine gute Entscheidung. Da sind sie vierte damit versammelt. Aber Maus hat bisher keinen Kontakt am A gehabt. Vielleicht können sie es. Vielleicht erwarten sie es. Struxi sieht noch eine Base. Relativ def. Steht aber auf Flash. Ah, gar nicht mal so schlecht. So, Struxi wird jetzt gegenflashen. In die Smoke. Kriegt sie den ersten. Struxi pusht hinterher. Ist da doppelt geflasht.
Schön gehettet von Schruxi. Muss der links aufpassen. Oh, kriegt ihn! Zeus, 2 HP! Ja, schön gespielt. Schön erwartet, gut geschoben von Struxi. Schöne Gegenfläche. Einfach mal die Runde komplett entschieden. Aber es war auch irgendwie obvious von Navi. Vorher ist einmal immer irgendwie was passiert. Dann haben sie, sind sie lang gegangen, haben kurz eingenommen oder sowas. Das war jetzt gar nicht der Fall. Und in der B-Split relativ obvious. Schade, dass ich jetzt nicht... Ich würde auch interessieren, wie Nex das gerade gehandelt hat am B. Hat er da auf jeden Fall einen Fracked bekommen. Weil auch immer interessant, wenn so ein B-Split kommt, wie die B-Spieler das dann handeln. Boah, krasse Banks gegen Trubel. Die Runde sieht gut aus. Next for B. Macht den ersten. Den zweiten nicht. Ist doch was mit rein. Oh, das Trouble gegen 3. Wir hätten B gehen. Markloff könnte das vielleicht sogar gehört haben, wo er ist. So, jetzt weiß ich es spätestens. Und dann macht er den Headshot. Schöne Einzelaktion von Markloff. Zweite Runde für Navi. Die zweite Runde erst als T. Auf das 2. Muss man erstmal bringen. Ja, da wird Navi wohl noch ein gutes Stück brauchen, um hier in Go wirklich endgültig anzukommen. Um dann oben mitzuspielen. Aber vielleicht verliert ja auch ein Spieler die Lust irgendwie und hat keinen Bock mehr auf Go. Ich meine, Forrest hat so richtigerweise im Interview gesagt, wenn man keinen Spaß an dem Spiel hat, mit dem Spiel, dann soll man es einfach lassen, soll man aufhören. Vielleicht, ich glaube, bei Navi ist es ja noch so die Testphase. Ich weiß nicht, vielleicht kristallisiert sich dann irgendwie raus, dass ein Spieler, vielleicht zwei, irgendwie keinen Bock auf das Game haben. Und dann bringt es natürlich auch nichts, sie dann irgendwie zu zwingen oder so. Das wäre natürlich krass, wenn Navi wechselt. Ich meine, die sind jetzt so lange zusammen. Ich habe über 3 Jahre oder so. So, die Runde sieht aber auch wieder gut aus. First Track bekommen. Oh, Trouble, aber mit Eier-Move. Kann da viel ausschließen, viel ansagen. Nex müsste eigentlich wegschieben. Nex, schiebt doch mal weg. Hallo, Nex. Trouble ist mit da oben. Wobei, sie können natürlich noch Cutters raus, aber... Jetzt schiebt er es. Und Trouble mit enorm geilem Timing. Alle ziehen sie gerade zum Lang. Wenn Struxi jetzt gegenflecht... Oh, das... Oh, jetzt sind sie lang. Oh, wenn Trouble jetzt noch länger wartet, dann zieht fast einer gleich nach hinten. Trouble 1. Nein, jetzt erst. Zweiten. Oh, wie bitter. Oh, da muss der eigentlich auf dem A ablenken. Zeit rausholen. Wobei Navi ist dann meistens auch so klug, wenn sie da schon abgeflecht werden, dass sie dann nach hinten lenken. Ich weiß nicht, ob sie das gemacht hätten. Aber das war meiner Meinung nach gerade der falsche Entscheidung von Maus, da von Struxi sich Base zurückzuziehen. Slapped on long. So, dritte für Navi. So, jetzt haben wir eine Eco. Ich bin ganz kurz, ganz fix wieder da dranbleiben.